Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute soll es mal wieder um Neuerscheinungen gehen, und zwar um die Neuerscheinungen für den November 2023. Ja, ich habe mir mal wieder so angeguckt, was im nächsten Monat alles erscheint, welche Titel mich da besonders ansprechen. Und vor allem im Deutschen kommt da wieder einiges Interessantes. Deswegen würde ich sagen, starte ich direkt durch mit den deutschen Neuerscheinungen und komme danach dann wie immer zu den englischen Neuerscheinungen. Und los geht es am 1. November mit der Übersetzung von Once Upon a Broken Heart von Stephanie Garber. Das ist der Auftakt von einer Fantasy-Trilogie. Und ich kann es schon mal direkt vorab sagen. Also zum einen habe ich mir selber diese Trilogie für den November auch schon vorgenommen. Also die wird auf meiner Leseliste für den November stehen. Und es ist eine Trilogie, die in der gleichen Welt spielt wie die Caraval-Reihe. Und bevor da jetzt irgendwelche Fragen dazu kommen, wollte ich das einmal ganz kurz schon mal ansprechen, obwohl ich die Reihe eben, wie gesagt, jetzt bisher noch nicht gelesen habe. Ich glaube, es ist so, dass man sich potenziell vielleicht ein bisschen für Caraval spoilern kann, wenn man Once Upon a Broken Heart zuerst liest. Aber soweit ich es gehört habe, kann man Once Upon a Broken Heart auch lesen, wenn man die Caraval-Reihe noch nicht gelesen hat. Nur wie gesagt, wenn ihr das irgendwie vorhabt, dann müsst ihr euch darauf einstellen, dass da eventuell der ein oder andere Spoiler dann irgendwie drin vorkommt. Und hierum geht es in Once Upon a Broken Heart. Evangeline Fox hat immer an Happy Ends geglaubt, bis sie erfährt, dass die Liebe ihres Lebens kurz davor steht, eine andere zu heiraten und ihre Träume von jetzt auf gleich zerplatzen. Um die Hochzeit noch rechtzeitig zu verhindern und ihr eigenes verletztes Herz zu retten, sieht Evangeline nur einen Ausweg. Sie muss einen Deal mit Jax, dem charismatischen, aber niederträchtigen Prinz der Herzen, eingehen. Als Gegenleistung für seine Hilfe fordert Jax drei magische Küsse, deren Empfänger und Zeitpunkt er bestimmt. Doch bereits nach ihrem ersten versprochenen Kuss muss Evangeline erkennen, dass der Handel mit einem Unsterblichen ein gefährliches Spiel sein kann und dass der Prinz der Herzen mehr von ihr will, als sie zu versprechen bereit war. Jax hat Pläne für Evangeline, die entweder das größte Happy End aller Zeiten nach sich ziehen oder die vorzüglichste Tragödie. Ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Geschichte. Wie gesagt, ich habe es mir für den November vorgenommen, weil jetzt im Englischen alle drei Teile erschienen sind, und werde dann auf jeden Fall sehr, sehr bald eben in meinem Lesemonat dazu berichten. Weiter geht es am 2. November mit einer Reihe, die ich schon auf Englisch gelesen habe, die ich sehr, sehr geliebt habe im Englischen, und zwar Stalking Jack the Ripper von Carrie Maniscalco. London im Jahr 1888. Audrey Rose Wadsworth ist die Tochter eines Lords und hat ein Leben voller Reichtum und Privilegien vor sich. Doch zwischen Teeverabredungen und Kleideranproben führt sie ein verbotenes Doppelleben. Entgegen den Wünschen ihres strengen Vaters und den Erwartungen der Gesellschaft schleicht sich Audrey oft in das Labor und den Hörsaal ihres Onkels, um Gerichtsmedizin zu studieren. Dabei arbeitet sie an einer Reihe grausam zugerichteter Leichen und stößt auf Ungereimtheiten. Gemeinsam mit dem attraktiven Thomas Creswell fängt sie an zu ermitteln. Schnell wird klar, dass sie sich auf der Spur des berüchtigten Serienmörders Jack the Ripper befinden. Die Suche nach Antworten führt Audrey zurück in ihr eigenes Umfeld und zu einem furchtbaren Geheimnis. Ja, wie gesagt, ich habe die Reihe schon auf Englisch gelesen, mochte ich sehr, sehr gerne, und ich freue mich sehr, dass diese Reihe jetzt auch auf Deutsch übersetzt wird. Dann geht's weiter am 7. November auf ein neues Buch von Mona Kasten, und zwar aus dem Fantasy-Bereich mal, nämlich Fallen Princess. Das ist der Auftakt von einer Reihe. Als die 17-jährige Zoe King den Tod eines Mitschülers voraussieht, wird ihr Leben völlig auf den Kopf gestellt. Denn statt der Gabe des Heilens, die sie eigentlich von ihrer ruhmreichen Mutter erben sollte, ist sie eine Banshee, die Todesmagie besitzt. Von dieser Erkenntnis erschüttert, muss sie an der Everfall Academy den Zweig wechseln und bekommt Dylan Day Park als Mentor an die Seite gestellt, einen Reaper, der anderen mit einer bloßen Berührung die Seele entreißen kann und Zoe nun dabei helfen soll, mit ihrer neu erweckten Magie umzugehen. Doch der Tod ihres Mitschülers lässt ihr keine Ruhe. Als sie beschließt, den Fall genauer unter die Lupe zu nehmen, findet sie nach und nach heraus, dass mehrere Leute an der Akademie dunkle Geheimnisse hüten. Allen voran Dylan, bei dessen Anblick ihr Herz immer schneller schlägt. Ja, das klingt auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant, wie ich finde. Habe ich mir deswegen auch mal auf meine Liste geschrieben. Und weiter geht es am 9. November. Da erscheint ein neues Jugendbuch von Ava Reed. Also zuletzt ist ja von ihr nur New Adult Romance erschienen. Und ich
bin ehrlich gesagt nicht so der größte Fan von ihren New Adult Romance Titeln, aber ich freue mich sehr auf ein neues Jugendbuch von ihr und hierum geht es. Mika weiß nicht, was es bedeutet, eine richtige Familie zu haben. Seine Eltern sind gefangen in ihrer Sucht und kümmern sich kaum um ihn. Die Hoffnung, dass sich etwas ändert, stirbt endgültig, als er eines Tages selbst mit Drogen erwischt wird. Das Jugendamt schickt Mika gegen seinen Willen fort, raus aus der Stadt auf einen Bauernhof zu einer perfekt scheinenden Pflegefamilie. Er hat so gar keinen Bock darauf, heile Welt zu spielen, aber nach und nach bringt vor allem Jana seine harte Mauer zum Bröckeln. Und während Mika lernt, wieder zu hoffen, tut er alles, um sein Herz nicht zu verlieren. Ja, wie gesagt, die Jugendbücher von Avery, die haben mich bisher immer sehr angesprochen und auch immer sehr berührt und deswegen freue ich mich sehr auf diese Geschichte. Dann geht es weiter am 11. November mit Paper Thin Touch von Tara Keys. Stell dir vor, du bist eine junge Lektorin und darfst das neue Buch des gefeierten Autors Bryn Spurling betreuen. So ergeht es Cleo. Das ist zwar eine Riesenchance für sie, aber auch eine echte Herausforderung. Spurling gilt als extrem schwierig. Außerdem weiß niemand, wer hinter dem mutmaßlichen Pseudonym steckt. Doch was kompliziert angefangen hat, wird in den Kommentaren am Manuskriptrand professioneller, wird flirty. Der zunehmend intensive Austausch bringt Cleos Herz ganz schön aus dem Takt. Kann es sein, dass die Protagonistin immer mehr Ähnlichkeit mit ihr selbst bekommt? Schneller als gedacht bekommt sie Gelegenheit, es herauszufinden. Ihre Programmleitung ruft sie mit einer überraschenden Nachricht zu sich. Bryn will sie treffen. Paper Thin Touch, wer verbirgt sich hinter dem mysteriösen Star-Autor? Ja, das klingt auch sehr, sehr interessant. Ich mag allgemein irgendwie immer so Bücher, wo es auch um Bücher geht oder ums Bücherschreiben und so weiter. Und ich finde, das ist auf jeden Fall eine interessante Prämisse und bin sehr gespannt, was da irgendwie so dahinter stecken könnte. Und bin aber erstmal gespannt auf die ersten Rezensionen und Meinungen, die man so zu dem Buch hört. Am 14. November geht es dann weiter mit The Do-Over von Sharon M. Peterson. Percy hat es nicht leicht. Erst wird sie von ihrem Ex auf die denkbar demütigendste Weise abserviert, zu Silvester live im Radio. Dann mischt sich ihre übergriffige Mutter in ihr Liebesleben ein. Um sie sich vom Leibe zu halten, erfindet Percy einen Fake-Boyfriend und nennt dummerweise den Namen ihres Nachbarn, ihres sehr, sehr heißen Nachbarn, der keine Ahnung hat, dass er Percy angeblich datet. Ja, das klingt auch nach einer sehr, sehr tollen Geschichte. Ich liebe ja Fake-Dating-Geschichten und deswegen habe ich mir das auch mal aufgeschrieben und auch hier werde ich bestimmt irgendwann mal Ausschau danach halten, wie da so die Meinungen dazu sind. Dann am 15. November auf ein Buch, auf das ich mich schon sehr freue, das ich auf jeden Fall auch sehr, sehr zeitnah lesen möchte. Und zwar erscheint da Check and Mate von Ellie Hazelwood. Das ist das erste Jugendbuch von der Autorin. Mallory Greenleaf hat sich geschworen, nie wieder Schach zu spielen. Denn das Spiel, das sie jahrelang geliebt hat, hat ihr zu viel genommen. Doch als ihre beste Freundin sie überredet, bei einem Wohltätigkeitsturnier einzuspringen, kann Mallory nicht ablehnen. Ein letztes Mal spielt sie und besiegt versehentlich den amtierenden Weltmeister Nolan Sawyer. Nolan, der Schach auf ein ganz neues Level gehoben hat. Nolan, der dafür bekannt ist, dass er mit Niederlagen nicht gut umgehen kann. Nolan, der wahnsinnig gut aussieht. Mallory tut das Erste, was ihr in den Sinn kommt, sie läuft weg. Doch Nolan spürt sie auf und lässt nicht locker. Er will unbedingt erneut gegen Mallory spielen. Doch sie kann nicht riskieren, sich noch einmal ins Schachspielen zu verlieben. Und in Nolan schon gar nicht. Ja, ich bin schon so, so extrem gespannt auf dieses Buch, weil ich ja die Adult-Liebesgeschichten von der Autorin sehr, sehr gerne gelesen habe bisher. Und ich bin super gespannt, wie sie jetzt halt eben eine Jugend-Liebesroman-Geschichte schreiben möchte. Und ob ihr das genauso gut gelingt, ob mir das genauso gut gefällt, das werde ich dann sehr, sehr bald sehen. Am 15. November erscheint dann auch Whiteout, Liebe lässt die Herzen schmelzen, von sechs verschiedenen Autorinnen geschrieben, und zwar Danielle Clayton, Angie Thomas, Tiffany D. Jackson, Ashley Woodfork, Nicola Yoon und Nick Stone. Das ist ein Companion Novel zu Blackout. In Blackout ging es ja um so einen Stromausfall. Und hier ist das Konzept der Geschichte im Prinzip sehr ähnlich. Es sind eben ja sechs Geschichten, kann man sagen, von sechs Autorinnen, aber die alle irgendwie so ineinander übergreifen und dann trotzdem eine durchgängige Geschichte erzählen.
Und hier habe ich auch den Klappentext einmal noch parat. Stevie hat Mist gebaut. Riesigen Mist. Und ihre Noch-Freundin Sola hat ihr ein Ultimatum gestellt. Entweder Stevie erklärt ihr bis 24 Uhr, wie es dazu kommen konnte, oder es ist aus. Stevie ist verzweifelt, aber hat einen Plan und die besten Freunde aller Zeiten stehen auf ihrer Seite. Wäre da nur nicht der größte Schneesturm, den Atlanta je gesehen hat. Der sorgt dafür, dass Cass mit seiner heimlichen Liebe in einer Mall eingeschneit wird und Evan Rose mit ihrer Freundin am Flughafen festsitzt und sich einer unangenehmen Wahrheit stellen muss. Jordans Gefühle kommen bei einer Schneeballschlacht auf der Autobahn ans Licht, Musikerin Jimmy trifft unverhofft ihre erste große Liebe auf der Straße wieder und das frisch getrennte Paar Ava und Mason legt im Aquarium die Karten auf den Tisch. Können sie gemeinsam Stevies und Sodas Liebe retten und dabei die eigene finden? Ja, ich habe das Buch schon auf Englisch gelesen, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Also ich mochte es, wie die Geschichten insgesamt auch so miteinander verwoben sind und so. Und es passt sehr, sehr gut auch jetzt in diese winterliche, auch weihnachtliche Zeit, wie ich finde. Und deswegen, ja, finde ich das sehr, sehr passend, dass das jetzt im November erscheint. Weiter geht es, am 15. November erscheint dann auch noch Schneewittchens dunkler Kuss von Stefanie Lasthaus. Viele Legenden ranken sich um das sogenannte Dunkelvolk, das einst sein Unwesen trieb und den Lebenden ihre Herzen nahm. Inzwischen ist das Dunkelvolk verschwunden, doch die wenigen Menschen, die über eine magische Gabe verfügen, werden immer noch mit den düsteren Wesen in Verbindung gebracht. Die 23-jährige Cinta ist die Tochter einer Magiebegabten und auch ihr begegnet man im Dorf mit Misstrauen. Als der Earl von Falstone um ihre Hand anhält, bleibt ihr nichts anderes übrig, als seinen Antrag anzunehmen. Auf dem Gut ihres Zukünftigen angekommen, lernt Cinta ihre Stieftochter Snow kennen, eine junge Frau von betörender Schönheit. Dann werden die Ländereien des Earl immer häufiger von einem eigenartigen Nebenheim gesucht, Menschen verschwinden spurlos und man findet Tote, denen das Herz herausgerissen wurde. Ist das Dunkelvolk zurückgekehrt und warum verhält sich Snow so eigenartig? Cinta muss sich auf ihr eigenes magisches Erbe besinnen, um das Böse, das in ihre Mitte getreten ist, aufzuhalten. Ja, ich finde, das klingt auch sehr, sehr spannend. Es ist halt eben ein Retelling von Schneewittchen, aber irgendwie mal so ein bisschen anders. Also, dass hier eben scheinbar Snow White die Böse ist, wahrscheinlich. Zumindest liest sich das irgendwie aus dem Klappentext so raus. Und ja, deswegen finde ich das auf jeden Fall sehr, sehr interessant und habe das deswegen auch mal mit mir notiert. Am 21. November erscheint dann noch eine Fortsetzung, nämlich Endloses Feuer von Rebecca Ross. Das ist der zweite Teil zu... Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen vom ersten Teil, aber ich werde euch das Cover hier einblenden. Und ich verlinke ja immer alle Teile unten in der Infobox, beziehungsweise wenn ich Fortsetzungsbände vorstelle, dann verlinke ich ja immer den ersten Teil von der Reihe. Dann am 24. November kommt ein neues Buch von Kelly Oram, nämlich Alice in La La Land. Alice will unbedingt Musikerin werden, doch ihre Mutter würde sie lieber an einem Elite-College sehen und weigert sich, sie zu unterstützen. Als Alice erfährt, dass ihr leiblicher Vater berühmt ist und ihr Bruder niemand Geringeres ist als Brian Oliver, will sie die beiden unbedingt sehen. Kurzerhand stiehlt sie sich auf die Filmpremiere ihres Vaters, nur um dort von Teenie-Star Dylan Reese erwischt zu werden. Der verrät sie jedoch nicht, sondern bietet ihr einen Deal an. Er will Alice helfen, ihren Vater zu treffen, wenn sie ihm hilft, seine Ex-Freundin eifersüchtig zu machen. Alice geht darauf ein und findet sich wieder in einem Wirbel aus Musik, Hollywood-Drama und unerwarteten Gefühlen. Ja, auch hier haben wir wieder so eine Fake-Dating-Geschichte, aber halt eben auch mit ja, diesem ganzen Hollywood-Glam und so vermischt. Das könnte auch sehr, sehr interessant werden. Ich finde eigentlich die Bücher immer von Kelly Oram, die ich bisher gelesen habe, waren immer einfach so locker leichte Geschichten irgendwie für zwischendurch. Was ich potenziell vielleicht irgendwann mal als Hörbuch hören könnte. Einfach, wenn ich irgendwie Bock auf so eine Geschichte habe. Mal schauen. Dann geht es weiter. Am 24. November erscheint dann noch Cast in Firelight von Dana Swift. Aedra ist die Thronerbin des Landes Belvoir, eine talentierte Magierin, die sich ihrem Volk beweisen will. Jaetyn wird einmal der König des Nachbarlandes Norpure werden. Die beiden wurden einander als Kinder versprochen, doch als nun Kriminelle in Belvoir plötzlich nach der Macht greifen, kreuzen sich ihre Wege schon früher als geplant. Jedoch erkennen sie einander nicht, weil sie sich zu ihrem eigenen Schutze als jemand anderes ausgeben. Maskiert und unter falschem Namen schließen sie sich zusammen, um unerkannt ihre Länder zu retten.
Während sie ihre wahren Identitäten voreinander verbergen, müssen sie lernen, dem anderen zu vertrauen, wenn sie das wahre Übel besiegen wollen. Ja, das ist tatsächlich ein Buch, das ich im Englischen schon immer so ein bisschen auf dem Schirm hatte, was mich immer schon so ein bisschen interessiert hat. Es ist, glaube ich, eine Dilogie, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, mal schauen, vielleicht greife ich tatsächlich dann im Deutschen mal zu diesem Buch. Dann geht es weiter mit noch einem Buch von Ava Reed, und zwar dieses Mal wieder ein New Adult Romance Buch, und zwar der nächste Teil der Whitestone Hospital Reihe. Ich habe gerade ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viel Teil das jetzt mittlerweile ist, aber der heißt jetzt dieses Mal Tough Choices. Maisie Jones trägt jeden Tag eine andere Brille, liebt gute Krimis und ihren Job als Assistenzärztin am Whitestone Hospital, den sie auf keinen Fall verlieren will. Nicht wegen ihres Asthmas und erst recht nicht wegen Grant Masterson, dem Krankenpfleger, der jedes Mal lächelt, wenn er sie sieht und ihr Herz dabei ein bisschen schneller schlagen lässt. Maisie hat nie groß über die Liebe nachgedacht, bis jetzt. Und als sie beschließt, sie endlich zuzulassen, könnte es zu spät sein. Ja, klingt auf jeden Fall ganz nett, aber wie gesagt, so die New Adult Romance Bücher von der Autorin sind nicht ganz so sehr mein Fall. Irgendwie haben die mich bisher noch nicht so sehr gecatcht und deswegen werde ich das wahrscheinlich nie lesen. Mal schauen. Am 30. November habe ich dann noch zwei Fortsetzungsbände, die ich noch ganz kurz erwähnen möchte. Nämlich einmal This is Our Life von Katinka Engel. Das ist der zweite Teil zu. Auch hier habe ich gerade wieder den Namen vom ersten Teil vergessen. Und das ist übrigens eine Dilogie, eine New Adult Romance Dilogie, in der es in beiden Teilen auch um das gleiche Paar gehen soll. Also wird der ein oder andere vielleicht schon den ersten Teil gelesen haben und sich vielleicht über einen Cliffhanger geärgert haben. Und ja, der kann sich jetzt freuen. Da geht es halt eben dann demnächst weiter, am 30. November, wie gesagt. Und ebenfalls erscheint da am 30. November der zweite Teil zu Bridge Kingdom, der Verrat der Königin von Danielle L. Jensen. Und ich glaube, das ist auch eine... Nee, Quatsch, das ist eine Reihe mit mehr Bänden, aber ich glaube, so die ersten beiden Teile sollen eine zusammenhängende Story sein. Und ich glaube, danach ist es mehr so ein bisschen Companion-Novel-mäßig, habe ich zumindest gehört. Genau. Also das waren die Bücher, die ich im Deutschen so vorstellen wollte. Und jetzt habe ich noch ein paar Titel im Englischsprachigen. Da sind es tatsächlich nicht ganz so viele, aber es sind auch einige Fortsetzungsbände, über die ich dann natürlich immer nur so ein bisschen was sagen werde. Es geht los am 7. November. Tatsächlich erscheinen die meisten Bücher, die ich auf meiner Liste habe, am 7. November. Und zwar erscheint da unter anderem ein Weihnachtsbuch, das ich ganz interessant finde, nämlich Finding My Elf von David Waldus. Die Flucht an das College der New York University verlief nicht so, wie Cameron es geplant hatte. Er scheitert beim Theaterunterricht, ist kurz davor, sein Stipendium zu verlieren und er hat immer noch keine Freunde gefunden. Als er in den Winterferien nach Hause kommt, ist er so verzweifelt, einem Gespräch mit seinem Vater aus dem Weg zu gehen, dass er den ersten Schauspieljob annimmt, den er bekommen kann. Als Elf in einem Einkaufszentrum. So sehr er sich auch wie Scrooge fühlt, der Pluspunkt ist, dass es einen Geldpreis für den festlichsten Helfer des Weihnachtsmannes gibt. Aber die Konkurrenz ist hart, vor allem durch Elfenkollegen Marco. Weihnachtsstimmung strömt aus seinen Adern. Zuerst ist Cam fest entschlossen, in ihm nur einen Rivalen zu sehen, aber je mehr Zeit sie miteinander verbringen, desto mehr zweifelt Cam an sich selbst. Was wäre, wenn er hier endlich Freunde gefunden hätte, am vorgetäuschten Konsum-Albtraumort der Welt, wo er es am wenigsten erwartet hätte? Ja, das klingt auch sehr, sehr schön. Es ist halt eben scheinbar eine Geschichte mit May-May-Romance, so verstehe ich das zumindest. Und allgemein eben mit so einem weihnachtlichen Touch. Und ich finde das auch irgendwie sehr erfrischend, dass der Protagonist eben so ein bisschen Scroogey ist und jetzt nicht so in dieser festlichen Stimmung. Weil mir das tatsächlich auch nicht immer so geht, aber gerade so in dieser Vorweihnachtszeit, ich komme da meistens so ganz spät erst so in diese richtig weihnachtliche Stimmung und deswegen kann ich das ein Stück weit irgendwie auch, glaube ich, ganz gut nachvollziehen und ich glaube, das könnte eine sehr erfrischende Geschichte auf jeden Fall werden. Dann geht es weiter am 7. November, wie gesagt, immer noch, With or Without You von Eric Smith. Jeder weiß, dass Jordan Plazas und Cindy Ortiz einander hassen. Laut vielen viralen Videos ihrer öffentlichen Shouting-Matches gibt es zwischen den Familien Plazas und Ortiz eine bekannte Foodtruck-Rivalität. Jordan und Cindy haben ihre gesamte Schulzeit damit verbracht, Cheese-Steaks zu braten und sich gegenseitig Beleidigungen zuzurufen. Aber die Wahrheit, sie sind verliebt und für die Touristen ist das alles nur gespielt.
Als die vorgetäuschte Fehde ihnen eine Pilotfolge in einer Reality-TV-Show einbringt, müssen Jordan und Cindy in viel größerem Ausmaß lügen. Können sie gefangen zwischen der Verwirklichung ihrer Träume oder ihrer Liebe einen Weg finden, ihr Cheese-Steak zu essen? Also diesen letzten Satz finde ich irgendwie so ein bisschen komisch. Ich weiß auch nicht, ob das an meiner Übersetzung liegt. Aber allgemein finde ich das irgendwie ganz interessant, dass die beiden so vorgeben, dass sie sich hassen. Im Prinzip ist das ja so die umgedrehte Prämisse zu Fake Dating, was ich sehr, sehr interessant finde. Und ich glaube, das könnte eine sehr erfrischende Geschichte werden. Und deswegen habe ich mir das auch mal notiert. Ja, dann geht es weiter am 7. November. Das möchte ich nochmal ganz kurz erwähnen. Erscheint dann auch auf Englisch Check and Mate von Ellie Hazelwood. Das ist dann 8 Tage vor der deutschen Veröffentlichung. Den Klappentext habe ich ja im deutschen Teil gerade schon vorgelesen. Deswegen werde ich das hier an dieser Stelle nicht nochmal tun. Und wollte das eben nur ganz kurz erwähnen, dass das Buch auch auf Englisch diesen Monat erscheint. Und dann habe ich eine Reihe von Fortsetzungsbänden, die mich auch fast alle interessieren und die ich auch fast alle wahrscheinlich dann sehr bald lesen werde. Und zwar geht es los am 7. November, natürlich immer noch am 7. November, mit ja, dem Buch, auf das sich wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute freuen und auf das ich mich auch sehr freue. Und zwar Iron Flame von Rebecca Yarros erscheint am 7. November auf Englisch. Das kommt ja im Dezember dann auch schon auf Deutsch raus. Also man muss dann im Deutschen nicht ganz so lange warten, zum Glück. Ich werde wahrscheinlich das Ganze schon auf Englisch lesen, weil ich einfach momentan so heiß auf die Geschichte bin und mich so extrem darauf freue. Das Ding an der Sache ist, dass ich ab dem 9. November, also 2 Tage nach Erscheinen, erstmal für ein paar Tage in London bin. Das heißt, ich werde dann erstmal nicht so viel Zeit zum Lesen haben, aber ich werde wahrscheinlich trotzdem in den ersten beiden Tagen dann schon mal mit dem Buch anfangen, weil ich einfach so heiß auf die Geschichte bin und mich so darauf freue. Dann noch ein Buch, auf das ich mich sehr freue, ist Bookshops and Bone Dust von Travis Baldry. Das ist quasi ein Prequel zu Legends and Lattes. Das ist ja auch auf Deutsch erschienen unter dem Namen Magie und Milchschaum. Ich weiß nicht, ob dieses Prequel auch erscheinen soll, aber da habe ich noch nichts zu gehört, aber auf Englisch erscheint es jetzt eben am 7. November. Da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt drauf. Das ist ja so eine cozy Fantasy-Geschichte. Und dann erscheint The Way I Am Now von Amber Smith. Das ist der 2. Teil zu The Way I Used to Be. Das habe ich ja auch vor kurzem gelesen. Das hatte mir damals ziemlich gut gefallen. Und The Way I Used to Be ist eigentlich so als Buch in sich ganz gut abgeschlossen. Also man kann das auch meiner Meinung nach total gut als Einzelband einfach lesen. Ich bin aber trotzdem sehr, sehr gespannt, wie das Ganze im 2. Teil weitergeht und werde das auf jeden Fall dann auch lesen. Wahrscheinlich werde ich hier aber auf die deutsche Übersetzung warten, weil ich eben den ersten Teil mir auch auf Deutsch gekauft habe und ich das dann halt eben passend zueinander im Regal stehen haben möchte. Außer ich gucke irgendwie in London, ob ich das da vielleicht irgendwie ergattern kann oder so. Vielleicht gibt es das da auch irgendwie schon zu kaufen und vielleicht auch irgendwie günstiger oder so. Aber grundsätzlich möchte ich es eigentlich, glaube ich, eher auf Deutsch lesen. Dann erscheint The Hunting Moon. Das ist der 2. Teil der Luminaries-Reihe von Susan Dennard. Das wird wahrscheinlich mal eine Trilogie. Das ist zumindest mein letzter Stand zu dieser Reihe. Da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt drauf. Das hatte ich ja vor ein paar Monaten im Buddy Read gelesen, zusammen mit Jackie vom Kanal Jackie's Letterlove. Also Jackie, falls du dieses Video siehst, wir können uns gerne demnächst irgendwie mal zusammentun, wann wir dann vielleicht mal den 2. Teil lesen. Ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht, weil da noch einige ungeklärte Fragen am Ende vom 1. Teil waren. Und ja, dann habe ich noch einen Fortsetzungsband, den ich nicht lesen werde, weil ich da an dem 1. Teil einfach kein Interesse habe. Und zwar Nightbane von Alex Esther. Das ist halt eben der 2. Teil zu Lightlark, den ich, wie gesagt, nicht gelesen habe und auch nicht lesen möchte. Aber ich wollte es trotzdem an dieser Stelle einmal erwähnen. So, und dann habe ich noch, lass mich nachgucken, 2 Bücher, die beide am 28. November erscheinen. Und zwar einmal To Kill a Shadow von Catherine Quinn. Jude Maddox weiß nichts von Liebe oder auch nur von Licht. Er kennt nur seine düstere Pflicht als Hand des Todes, die Ritter des ewigen Sterns in ein Land voller Albträume und des sicheren Untergangs zu führen. Erst als er sie sieht, eine junge Frau mit wilden, bernsteinfarbenen Augen, die so wild, trotzig und schnell ist wie die Schattenbestien selbst, spürt er die Wärme des Lebens in seinem Blut. Die anderen Ritter fürchten möglicherweise ihre tödlichen Kommandanten
mit seinem harten, gnadenlosen Auftreten. Die ausgestoßene Kira Frey sieht nur einen Anführer, einen Mann, der weiß, wie man überlebt. Jemand wie sie. Aber ihn zu wollen, ist genauso tückisch wie die Schatten selbst und genauso verführerisch. Da das Königreich kurz vor dem Zusammenbruch steht, müssen sich die Ritter nun in das dunkelste Herz des Landes vorwagen und die Geheimnisse der nebligen Schatten aufdecken, wo das Böse ihren Geist ausplündern und sich an ihrem Fleisch laben wird. Es wird ihre Sinne verraten, es wird ihre Albträume übertreffen, die meisten von ihnen werden sterben. Aber sie haben keine andere Wahl, denn der einzige Weg, die Dunkelheit zu bekämpfen, besteht darin, sie zu werden. Ja, klingt auch sehr, sehr interessant. Auch so ein bisschen geheimnisvoll. Man weiß noch nicht so hundertprozentig, was da eigentlich irgendwie so richtig Sache ist, worum es so richtig geht irgendwie. Aber gerade das finde ich irgendwie so ganz interessant und ganz spannend und deswegen habe ich mir das mal aufgeschrieben. Und dann habe ich noch A Demon's Guide to Wooing a Witch von Sarah Hawley. Das ist der zweite Teil zu, wie heißt der noch, der erste Teil? A Witch's Guide to Fake Dating a Demon. Ein Buch, das ich letztes Jahr, ich glaube, das hatte ich auch letztes Jahr zur Halloween-Zeit gelesen, aber ich kann mich jetzt auch gerade total irren. Ich weiß nur noch, dass ich das im Rahmen von einem 48-Stunden-Readathon mal gelesen habe. Aber nee, ich glaube, das war glaube ich erst dieses Jahr. Oder? Wann habe ich da? Ich weiß es gerade gar nicht mehr ganz genau, wann ich das gelesen habe. Aber auf jeden Fall erscheint da jetzt der zweite Teil, wie gesagt. Da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt drauf. Und hierum geht es. Caladia Cunnington weiß, dass sie rau ist, obwohl sie die Erbin einer der Hexenfamilien der Kleinstadt Glimmer Falls ist. Obwohl ihre Leidenschaft fürs Fitnessstudio ein toller Ausweg für die Ängste und ihre Wut ist, überwältigt sie immer noch ihr hitziges Temperament, das sich in Kneipenschlägereien manifestiert. Als Caladia jedoch eines Nachts jemanden vor einem Dämonenangriff rettet, setzt sie ihre Magie und ihren Zorn gerne für einen guten Zweck ein. Bis ihr klar wird, dass der Mann, den sie gerettet hat, kein anderer als Astaroth ist, der rücksichtslose Dämon, der einen Seelenhandel mit ihrer besten Freundin arrangiert hat. Astaroth ist ein legendärer Seelenhändler und eines der 9 Mitglieder des Hohen Rats der Dämonen, außer dass er sich an nichts davon erinnern kann. Astaroth leidet unter Amnesie, nachdem er auf die Ebene der Sterblichen verbannt wurde und weiß nicht, warum ein Dämon namens Moloch hinter ihm her ist und auch nicht, warum die muskulöse, wütende und auf eine erschreckende Weise heiße Hexe, die ihn gerettet hat, ihn so sehr hasst. Caladia ist nicht in der Lage, irgendjemanden in solch einem verletzlichen Zustand zurückzulassen, nicht einmal den verabscheuungswürdigsten Dämon, und beschließt widerwillig, ihm zu helfen. Außerdem wäre es geschmacklos, einen Amnesiekranken zu schlagen. Die beiden begeben sich auf einen unsicheren Roadtrip, um die Hexe zu finden, die möglicherweise Astaroths Gedächtnis wiederherstellen kann, damit sie lernen können, wie man Moloch besiegt. Caladia schwört, dass sie, sobald Astaroth geheilt ist, ihm in den Arsch treten wird. Aber je mehr Zeit sie mit dem bissigen, aber äußerst charmanten Dämon verbringt, desto mehr wird ihr klar, dass ihr dieser neue, verbesserte Astaroth gefällt. Und vielleicht möchte sie doch nicht, dass er seine Erinnerung wiedererlangt. Ja, klingt auch sehr, sehr spannend und interessant und auch wieder sehr lustig. Wie gesagt, der erste Teil hatte mir sehr gut gefallen und deswegen habe ich auf jeden Fall großes Interesse daran, den zweiten Teil dann auch irgendwann zu lesen. Und das waren die Neuerscheinungen, die ich euch für den November 2023 alle so vorstellen wollte. Wie immer könnt ihr mir natürlich auch gerne irgendwelche Ergänzungen unten in die Kommentare schreiben oder ihr schreibt mir, auf welche Bücher ihr euch im November so besonders freut. Was sind da so eure persönlichen Highlights? Und dann hoffe ich wie immer, dass ihr ganz viel Spaß mit diesem Video hattet und dass ihr auch irgendwas Neues für euch entdecken konntet. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss!